Ich heiße Herzbe Palmer und ich bin in eigener Mission hier, weil Luzern mir am Herzen liegt. Ich bin hier geboren, wohne den grössten Teil von meinem Leben in Luzern und arbeite in Luzern. Ich bin Führungscoach und Mediatorin heute mit dem eigenen Büro, eben auch in der Stadt Luzern. Wieso bleibt man immer zu Luzern? Was macht es aus? Ja, das habe ich mich auch schon manchmal gefragt, selbstverständlich. Aber für mich ist Luzern natürlich schon auch Heimat. Es ist daheim sein mit allem Drum und Dran, was dazu gehört. Ich würde nicht sagen, es gäbe nicht auch noch andere schöne und lohnenswerte Destinationen auf dieser Welt. Ich kenne sie zum Wohnen nicht, ich kenne sie sonst von Reisen, gehen auch immer gerne. Aber ich merke tatsächlich, dass ich immer auch wieder gerne heimkomme. Und heim heisst dann auf Luzern kommen. Und da in meinem Raum, mit meinen auch freundschaftlichen Beziehungen und allem, was halt drum und dran und dazu gehört. Gibt es ein Symbol für das Zuhause in Luzern? Oder ein Symbol für das Wohlsein in Luzern? Also ich habe gestern, wir haben ja sollen so ein Symbol mitnehmen. Ich habe gestern einen wunderschönen so einen Stein mitgenommen. Der hat so etwas bläulich, türkisfarbiges. Und das ist für mich so ein Symbol. Es hat einmal etwas Geheimnisvolles. Man weiß nicht, was in dem Stein alles ist. Der hat auch Heilkräfte, selbstverständlich. Der ist aber auch sehr strukturiert. Das gibt Sicherheit, das gibt Orientierung. Und der ist in der Farbe, die mir gefällt. Das heisst, blau hat etwas mit dem See zu tun, selbstverständlich. Aber auch mit dem weiten Horizont, mit der Offenheit, mit der Toleranz, wo alles eben auch da möglich ist. Wenn wir schon bei der Orientierung sind, wo steht Luzern jetzt und wo können es 2035 sein? Also so Ihre Visionen für die nächsten Jahrzehnte? Ja, also wenn ich an das Jahr 2035 denke, dann möchte ich eine Stadt, die eigenständig ist, also mit geradem Rückgrat, die sehr auch selbstbewusst ist, die tolerant ist, die solidarisch ist, eine offene Stadt. Aber auch eine sehr innovative Stadt, eine mit Ausstrahlung, eine, die einen sorgfältigen Umgang hat mit dem, was gewachsen ist, was wichtig ist, was wertvoll ist, aber eben so Mut zum Risiko auch, zu Veränderungen, zu noch nicht gedenktem irgendwie. Also ich möchte an sich nicht konkret wissen, wie die Stadt jetzt aussieht im Jahr 2035. Aber ich möchte gerne, dass der Spirit, eben, also ein Spirit von Offenheit, Solidarität, Innovation und Attraktivität da ist. Gibt es auf dem Weg dort eine ganz dringende Probleme, die man bewältigen muss? Es gibt einen Haufen Probleme. Und ich meine, da in dem es gehört, das Oberste ist wahrscheinlich auch ein Ärgernis für etliche und viele, ist einfach mal der Verkehr, da ist die Verkehrsführung in der Stadt Luzern. Ich verstehe es manchmal auch nicht ganz. Okay, das ist einmal so ein Teil, das einfach mal auf dem Tisch oben ist und das Teil muss man lösen. Neu lösen oder alt lösen, an Ecken oder ganzheitlich. Keine Ahnung, jedenfalls ist das auf dem Tisch. Ich würde denken, Mobilität der Menschen, das ist halt schon ein Thema, das sich auch extrem entwickelt hat und das sich vermutlich weiterhin extrem wird entwickeln. Hat es denn da jetzt schon Lösungsansätze gegeben an diesem Anlass? Oder haben Sie das Gefühl, können so Anlässe, wo das Volk eingebunden wird, helfen auf dem Weg dorthin? Also ich bin eine Freundin von sorgfältigen Auslegeordnungen und Lösungen nachher im neuen Schritt, wenn zuerst einmal alle Interessen und Bedürfnisse auf dem Tisch sind. Und im Prinzip, es hat schon so Lösungsansätze gegeben, aber ich würde lieber zu dem Anlass sagen, dass ich es gut finde, dass man Bevölkerung, Interessierte und durchaus auch ganz viele Interessenvertreter jetzt heute da in diesem Raum, dass man sie zu einem guten Zeitpunkt involviert, dass man sie auch in die Verantwortung nimmt. Für mich ist wichtig, was nach dem Anlass jetzt denn passiert. Ich meine, wenn wir einfach jetzt eineinhalb Tage investiert haben und gut haben wir darüber geredet und es wird nichts passieren, das wäre eigentlich Chaos pur, das wäre auch Enttäuschung pur. Aber ich glaube, dass der Prozess tatsächlich sorgfältig und gut und auch langfristig angelegt wird. Im Moment sind wir noch ein bisschen am Punkt von Weihnachten, oder? Jeder darf ein bisschen wünschen und wir wissen ja,
alle mindestens auch, die Kinder haben, da kommen ganz viele Wünsche. Irgendwann muss man es dann wieder fokussieren aufs Leistbare und das Wertvolle und das Wichtige. Und der Prozess ist ein Anfang für mich. Aber auch einer, wo man gerne wieder weiter dran bleibt und heranschaut, wie es weiter sich entwickelt. Mit welchem Gefühl gehen Sie jetzt hier heim? Auf neue Leute kennengelernt, irgendwie eine gute Stimmung, Begegnungen, die möglich sind, die man vielleicht sonst auch hat, aber nicht. Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder die anderen dann irgendwie an der Rüssonde wieder zu einem Kaffee treffe, wo ich jetzt vielleicht, obwohl wir in der gleichen Stadt wohnen, aneinander vorbeigelaufen sind. Ein gutes Gefühl. Ein gutes Gefühl auch für den Prozess und ein gutes Gefühl, dass es in einer guten Verantwortung verantwortungsbereite Stadt ist und auch in einer Stadtregierung, und wo das ernst ist, wo die Dialogfähigkeit in dieser Stadt ganz offenbar ernst ist und wo und da einiges dazu beiträgt.